Comedy Sommerkonzerte 2017. Begnadete Pianistin, mitreißende Improvisationskünstlerin, Komponistin und eine Frau, die ihre Stimme erhebt, wenn es um die politische Situation in ihrem Heimatland Venezuela geht. Gabriela Montero lässt sich in keine Schublade stecken. Sie spielt die klassische Klavierliteratur. Sie improvisiert über Bach, Händel oder Vivaldi. Und sie schreibt und interpretiert eigene Kompositionen. Wenn Gabriela Montero am Klavier sitzt, dann schwingt in ihrem Spiel immer auch eine Botschaft mit, die über das rein Musikalische hinausgeht. Etwas über die Welt, über das Leben, über Missstände und Ungerechtigkeit. I feel great sadness for what is happening in my country, Venezuela. And I wanted to be able to speak about the frustration and the desperation of the Venezuelan people right now through music, which is a language that everyone understands. Monteros Spiel hat alles. Knisterndes rhythmisches Brio, subtile Schattierungen, stählerne Kraft in den sich steigernden Momenten, beseelten Lyrismus in den grüblerischen Passagen und am allerbesten unsentimentale Expressivität. So schwärmte die New York Times über ein Konzert der Ausnahmepianistin. Mit Robert Schumanns Klavierzyklus Karneval interpretiert Gabriela Montero ein Werk voller Witz. Schwenke auf vier Noten, so sollte es ursprünglich heißen. Und Schumann konzipierte seinen Zyklus über die Tonfolge ASCH. Als Wort gelesen ergeben diese Noten den Heimatort von Schumanns damaliger Verlobten, Asch. Ein raffinierter musikalischer Spaß also und eine Liebeserklärung am Klavier. Auch Bachs berühmte Chaconne in D-Moll für Violine, die Gabriela Montero in einer Klavierbearbeitung von Ferruccio Busoni spielt, kann als Denkmal für einen geliebten Menschen verstanden werden. Aus diesem tragischen Werk spricht Bachs Schmerz über den Tod seiner Ehefrau. Und wenn Gabriela Montero im zweiten Teil ihres Konzerts eigene Improvisationen zum Besten gibt, die ganz aus dem Moment heraus entstehen, dann ist sie damit absolut modern und klassisch zugleich. I mean, with improvisation, anything is possible. That's what's so wonderful about it. It's always the element of surprise. But my improvisations are today very, very much just in the classical idiom. And sometimes I'll do an improvisation that's a tango or something a little bit more fun, usually after a concerto as an encore, no? But even when I play, let's say, a Mozart concerto, Beethoven concerto, I like to improvise the cadenzas in the style of the composer because that's what was done at the time. And it was very natural and very normal in the past to do that. Gabriela Montero zeigt sich nicht nur als virtuose und stilsichere Interpretin der Werke von Bach, Beethoven oder Schumann, sondern auch als fantasievolle und kreative Schöpferin von Neuem. Gerade das macht den besonderen Reiz ihrer Konzerte aus, die jedes Mal anders sind. Voller Energie und Temperament. Voller Überraschung. It will really depend also on the public. What I like to do is to ask the public to suggest a theme to me. And this is something that was done in Mozart's time. It's something that was done in Bach's time. In Beethoven, I mean, when you think that Beethoven, many times when he performed his own pieces, he would play them differently. It was a different psychology to music making, much more open than it is today. In diesem Sinne öffnet sich Gabriela Montero auch in ihrem Klavierspiel, lässt die verschiedensten Genres auf sich wirken, absorbiert sie, um im Augenblick des Musikmachens etwas ganz Eigenes, Aufregendes zu kreieren. Und gerade jetzt, da es mehr denn je nötig ist, versteht sich Gabriela Montero auch als engagiertes Sprachrohr für ihr Land Venezuela. Durch ihre Musik, aber auch durch ihre Stimme. Venezuela has become a state in constant social riot and moral decline and life doesn't mean anything anymore. I am constantly in contact with people through Facebook that I know, that I don't know, people I've never met, and they're constantly telling me their stories of murder within their family or their friends, of kidnappings, of extortion, expropriation, and I thought, well,
It is a risk I'm taking, but I think if you care about something, you have to put some action behind it and you have to do something about it. But one of the biggest prices that I've had to pay is not to return to Venezuela, because I don't think I would be safe.